egal was jetzt ist, erstmal ein Foodporn und dann kommen wir ins Video rein. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier am Start. Wir sind hier beim größten Smoker in Europa. Mobilen Smoker. Das Ding hier ist full. Nein, du guckst nervig schon wieder, ne? Und wir testen den. Ich kann euch nur eins sagen. Moin, Jungs. Hier ist Riesenfeier gerade. Guck mal da. Boah. Hier ist die Hölle los. Hier ist BMW-Feier. Und ich habe mich hier durchgesnackt. 7 Gänge oder so habe ich schon gegessen hier gerade. Ja, und alles war echt heftig. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Und ja, wir werden jetzt in die erste Runde, wenn wir jetzt reingehen. Wir beide. Zeig mal her, ja. Schön irisch. Oh, ja, 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 ja. Geiles Zeug aus Irland. Aha. Schön von der Weide. Das haust du mir gleich vom Grill? Das hau ich dir gleich auf den Grill. Oh, geil. Und dann um die Ohren. Ja, das kannst du vorher machen. Dann wird das noch ein bisschen zart. Tomek, ich muss dich eine Sache eben noch fragen, ne? Ja, passe. Also, pass auf, das ist Tomek, das ist hier. Hi, moin. Ja, moin, moin. Das ist der Veranstalter hier. Genau. Du hast den größten mobilen Smoker Europas. Rotisserie-Smoker, ne? Genau. Aha. Genau. Das heißt, da drin kannst du Karussell fahren. Das ist der größte Smoker in Europa, der gemessen worden ist. 9 Meter in der Länge, 2,5 Meter im Durchmesser. Ja. 1000 Kilo Fleisch können wir reinpacken. Aha. Im Moment schwimmen da gerade so seit heute Morgen 6 Pulled Pork drin. Oh, Currypute, nee. Schweine, Lachs im Salbeimantel mit Bacon. Ich wollte dich gerade fragen, ob ihr Weltrekord gemacht habt, aber die Frage wäre dumm, ne? Wäre dumm, ja. Tatsächlich wüsste ich es gar nicht, aber so what? Ja, geil. Wir können ja auch da gleich nochmal reingucken, aber ne? Auf jeden Fall. Machen wir, hast ohne du Mitfahrt können wir machen. Ja? Ich glaube, bei dem Stress freut sich nicht jeder unbedingt über meinen Besuch, ne, Tomek? Ja, ehrlich? Oh, guckt euch das an, das ist ja eine verrückte Scheiße. Was ist das hier noch? Wie war der Name nochmal? Jan, was ist das hier nochmal? Das ist Pute, das ist Pulled Pork. Mhm. Und drüben habe ich gleich nochmal Schweinelachs. Schweinelachs. Vorbereitet. Oh, geil. Hier haben wir auch noch mal schön voll Beef aus Amerika. Oh, das machen wir auch noch. Ja, genau, das machen wir auch noch. Das schneiden wir nachher gleich mal auf. Ja. Der Björn zeigt dir gleich mal ein bisschen was technisch dazu. Ja. Zählt dir mal ein bisschen was zu reif. Ja. Das haben wir auch schon ein bisschen vorbereitet. Geil. Aber jetzt ist noch die Frage, wenn das jetzt nicht schmeckt, ist es scheiße. Das schmeckt immer. Ja? Jo. Schmeckt immer. Aber ich habe alles gehabt von dem. Die Leute waren so begeistert über Sachen, habe ich gegessen, hat nicht geschmeckt. Nee, passiert nicht. Okay. Also ich würde mal sagen, egal was jetzt auf uns zukommt, wir haben viel gelabert. Wir werden uns jetzt mal in Runde 1 begeben. Lass mich einfach überraschen und danach werde ich hier den Tomek noch ein bisschen ausfragen, weil das interessiert mich echt. Das finde ich auch, find ich richtig geil. So, Tomek, kleine Ansage. Was ist Runde 1 jetzt für uns? Die Zuschauer wollen Runde 1, wollen die sehen. Das Alabama White Chicken. Bereitet Tim hier gerade vor. Das ist hier ausgelöste Hähnchenkeule. Ja. Auch natürlich geile Bio-Qualität. Boah, geil. Guckt euch hier schön die Holzkohle. Oha, jetzt geht das hier schon los. Nee, gar nicht. Oha, jetzt gab es einen Fehler. Jetzt laufen alle hier runter und alle denken, es gibt schon Essen, aber es ist erst um 18 Uhr. Ach so, eine Scheiße. Aber Holle kriegt schon, oh nein, ey. Boah, ich bin echt genau im falschen Moment gekommen. Die haben hier gerade super Stress. Ich nehme mir jetzt als einziger schon mal einen Teller und werde mir einen White Chicken hier greifen. Also eins kann ich euch sagen, das riecht schon mal unglaublich heftig. Runde 1, also auf ganz, ganz easy. Ich glaube, hier ist kein ruhiger Platz, hier ist bei mir auf dem Auto. Also wir snacken jetzt erstmal Runde 1. Also wenn ihr mich fragt, so ziemlich das geilste Stück, was man kriegen kann vom Hähnchen. Das bestelle ich mir beim Türken, mit Öl auch immer. Wenn ich das angucke, das ist ultimativ fettig. Guckt euch mal an. Ihr seht richtig das Fett da drin. Es ist krass zart. Die Kruste, die ihr hier seht, ist richtig knackig. Da wird ja die Hähnchenhaut da oben drauf sein, ne? Ich wollte gerade, manchmal bin ich so dumm, ne? Ich wollte gerade sagen, da ist so Hähnchenhaut-Feeling. Ich vermute, das könnte die Hähnchenhaut sein. Interessanter Mix auch aus Intensität und irgendwie noch basic. Diese Marinade, die hier da oben, was soll denn das? Dieses, sag ich mal, richtig krosse, dunkle oben. Das ist ein bisschen wie von Oma, die Entenbrust, die sich schön mit Honig mariniert. Die ist richtig süßlich, richtig intensiv, aber trotzdem nicht aufdringlich.
sehr ausbalanciertes Stück Fleisch. Außen die schön fein marinierte Hähnchenhaut. Lieblich, süßlich, würzig, aber nicht zu würzig. Gar nicht der Fall. Sehr, sehr geil. So, weiter geht's mit Runde 2 gleich. Mal gucken, was Tomek noch für uns am Start hat. Ich sag euch, ich bin halt von einer Sache gebrannt, Marc, gerade. Egal wie die Leute labern, das kann ich euch sagen. Das heißt nicht, dass das gut schmeckt. Für euch nochmal, BMW hat mich kurz überredet. Die haben da einen neuen Showroom für alle, die Autos lieben. Dann gehen wir da nochmal eben mal rein. Ich habe auch einen BMW. Aber ich sag euch ehrlich, ich krieg keine Sonderpreise. Aber uns jetzt schon. Ehrlich? Ja, klar. Ja, okay, das ist das Angebot. Ja, logisch. Einfach melden, der Kollege Buntrock kümmert sich. Ach, du machst das hier? Ja, der macht das. Besser, Mann. Ich habe eben schon vor Kamera gesagt, ich habe Angst gehabt, dass es jetzt nicht performt. Das ist immer sehr kritisch, wenn man hier so überzeugte Gastronomen hat. Ich sag mal Gastronom, aber war geil. Ja? War geil. Was hast du gehabt? Ich habe White Chicken als erste Runde gehabt. Ah, das ist das Geilste, ne? Ja, es war heftig. Ich habe mal andere Ideen hier, auch mit diesem Crunch und so da drauf. Finde ich geil. Wurst, ne? Das darf man nie vergessen. Aber noch mit gewissen Pfiff. Es schwimmt gerade in der Barbecue-Soße, ne? Jo, Apfelsaft dazu, damit es ein bisschen fruchtiger ist. Mm. 10 Stunden jetzt im Smoker, ne? 10 Stunden war das im Smoker. So, habt ihr frisch jetzt rausgeholt gerade, ne? Nehmen gerade frisch, ne? So. Hier ist auch so ein kleines Starter, Hähnchen Saturn, das ist so Fingerfood. Das werde ich direkt mal probieren, aber einmal Feedback noch zum Produkt eben. Ja. Das war geil. Was hast du denn probiert? Ich habe White Chicken gehabt. Ah, oh, sag mal an, das ist das geilste Produkt ever, oder? Sehr, sehr ausbalanciert. Wir stehen darauf, wirklich die Sachen gar nicht zu überwürzen oder sonstiges, sondern Natur zu lassen. Einfach nur ein bisschen was Cooles dabei und raus. Auch unser Pulled Pork. Jeder spritzt da irgendwas rein. Wir legen die in Natur einfach da rein, spritzen die eben mit Apfelsaft, ein bisschen Bier, spritzen wir die ab, Apfelsaft überwiegend und dann lassen wir die einfach nur in Natur ziehen. Aber keine Triebpökelsalz reingeballert? Nein, gar sehr nicht. Sehr schön. So, einen klaue ich mir hier. Ist auch schön zart von innen, gar nicht trocken, ne? Das ist heftig. Mal, oder? Weißt du, was ich sonst mache, wenn es jetzt nicht schmeckt? Dann hätte ich jetzt nichts gesagt, hätte gleich hinter der Ecke. Ja, aber genau. Das ist krank. Ja. Heftig zart, als hättet ihr die Sojasauce reingespritzt. Also schmeckt durchgehend, nee. Genau. Nee. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig, Tobi. Wenn ein bisschen Ruhe einkehrt, machen wir mal das Steak zusammen, ne? Geil. Also wirklich Hähnchenbrust, so zart, Leute. So krank zart, wirklich ganz krank. Die Sojasauce ist auch nicht so penetrant, wie man sich vorstellt, als würde man einen Löffel Sojasauce nehmen, sondern ganz sanft. Aber du schmeckst sie raus. 100%. Und wie gesagt, als hätte sie reingepumpt. Von innen, von aus, überall intensiv. Ich habe auch schon gesehen, dass ihr keinen Billigkäse, sondern guten Käse hier. Leckeres Ding zwischendurch. Ist, was es ist. Sandwich mit Käse. Aber geil. Wo hast du denn meinen Pulled Pork versteckt, sag mal? Pass mal auf, ich gebe dir einfach mal ganz, ganz kurz. Ja. Weißt du, was er mir auch gesagt hat unter uns? Ne? Ich glaub, er hat unter uns? Aha. Ja. Er hat gesagt, du bist dein bester Mann. Nee, kann er nicht sagen. Doch, hat er gesagt. Nee. Doch, hat er gesagt. Er hat gesagt, geh zu meinem besten Mann und hol dir das Pulled Pork ab. Den. Ist das so? Seid ihr zwei linke und rechte Hand, ihr beide? Ja? Und da ist das Pulled Pork, das wird richtig hart, zerrupfst du das, ne? Verpiesel mich mal irgendwo, wo mich keiner sieht, da werde ich verköstigen. Danke. Ah, hier ist die Hölle los. Wem kann ich denn mal hier zur Hand gehen, dass ich einen guten Rabatt bei BMW kriege? Ja, ehrlich? Ja, ich habe dich eben schon gefragt. Ich habe das in deinen Videos gesehen und dachte, wieso hat er nicht bei mir gekauft? Ja, ich will bei dir und ich will richtig guten Preis. Ja, kriegst du. Ehrlich? Ja, kriegst du. Geil, dann komme ich gleich zu dir nochmal, ne? Danke, danke. Danke, danke. Genau deshalb bin ich hier. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich zum Kollegen gesagt, weißt du, warum ich hier bin? Um ein paar damit ich einen guten Preis bei BMW kriege. Sieht jetzt nicht so geil aus, weil ich einen gebrauchten Teller genommen habe. Das war jetzt unklug, hätte man besser anrichten können. Wir hat er bestätigt, ne, was ich euch gesagt habe. Die achten darauf, dass es die Produkte basic bleiben. Nicht überladen, dass du auch was vom Fleisch schmeckst. Du bestellst Fleisch, du willst nach Möglichkeit auch Fleisch schmecken. Und das machen die hier. Bisschen Apfelsaft, habe ich jetzt öfter gehört, auch letztens vom Pulled Pork, was ich gegessen habe. Und ja, eigentlich nur Salz, wahrscheinlich ein paar Gewürze. So stell ich mir das vor. Schön rauchig, schön intensiv. Du merkst die Barbecue-Soße. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Rauch, gerade Raucharoma, kann sehr schnell in einem negativen Ausmaß annehmen. Und Rauch zu intensiv ist gar nicht gut. Perfekt. Ich denke mal, durch den Apfelsaft wird jetzt auch viel Süße hier reinkommen. Aber nicht zu viel, ist wirklich gut.
gutes Zeug hier. Vor allem, ich habe gerade bei jemand anders halt gegessen. Der Arme, wenn er das Video auch noch sieht. Der hat auch Pulled Pork gemacht, aber es war mir zu hart. Und das hier ist richtig schön weich, so wie ich mir Pulled Pork vorstelle, wenn ich an Pulled Pork denke. Denk dran. Zack Plus ist hier mit am Start. Sponsert das Ganze gerne bei Zack Plus auch mal rumgucken. Die besten Supplements made in Germany. Zackplus.de. Alles, was ihr braucht. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Zack Plus ist jetzt auch schon lange am Start, Mann. Kuss geht raus an die Jungs. Bester Partner. Ah, jetzt kommt ja auch noch sowas. Was ist denn das hier, sag mal? Ist das Pulled Pork Burger? Ja, genau. Ein Basilikum. Ja, ein Basilikum. Oh, und da haben wir ein richtig schön krosse. Ui, aua. Das wäre fast runtergefallen. Seht ihr das? Richtig schön krosses Stück. Snack ich mal eben kurz. Wartet mal ab, das mache ich direkt hier fix beiseite hier. Heftiges Feeling. Ich habe das Fleisch ja eben schon so gegessen. Das Brot ist übelstes Upgrade. Ich weiß nicht, ob es der Basilikum ist, ich kann es gerade noch nicht greifen. Aber irgendwas nimmt gerade meinen ganzen Mund ein. Wie so eine Armee, die da reinsteigt und sagt, Mund, du gehörst jetzt uns. Die Annexion von Holles Mund. Sehr geile Idee. An alle Burger-Gastronomen, so ein Groß von den Mann, wer das als erstes macht, wird auf jeden Fall den Vorsprung auf dem Markt haben. Das ist Welt. Also Fun Fact nebenbei. Früher, als ich ganz am Anfang YouTube gemacht habe, wäre mir das hier voll unangenehm gewesen. Ich hätte vorher echt so ein bisschen unangenehmes Feeling gehabt. Was heißt aufgeregt, aber so viele Leute hier. Schon längst juckt mich das zum Glück nicht mehr. Aber ich bin auch nicht damit geboren. So, ne? Muss ich mir auch so ein bisschen antrainieren. Aber inzwischen scheiß drauf. Eine Frage muss ich noch stellen. Ja. Würdest du die Aussage unterstützen? Ihr könntet euch auf dem Markt mit den Besten messen. Haben wir ja schon. Wir sind der Grillmeister. Ihr seid Grillmeister? Ja, deutscher Grillmeister. Deutscher Grillmeister? Ja. Ihr seid die Besten gewesen? Ja. Laber nicht. Ach, scheiße. Das ist gut, Mann. Ja, nicht schlecht, ne? Echt heftig. Guck, das sind die Grillmeister hier so gewesen. Oh, ich bin im siebten Himmel. Hier, Champignons. Da wird hier richtig Handarbeit angelegt. Massenabfertigung ist hier gerade. Sag mal ehrlich, es ist sehr nervig, wenn hier jemand rumturnt wie ich jetzt auf einmal und alle nervt. Ja, ja, ne? Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich eben auch schon gesagt in die Kamera, ich nerv bestimmt alle richtig gerade hier. Geil. Alle hassen mich gerade, alle hassen mich. Der Idiot, der einfach nur isst und Scheiße labert. Tommy, nur kurz, wie heißt dein bester Mann nochmal? Der Björn, der spricht gerade. Ach so, ach nee, der ist dein bester Mann hier. Das ist unser Pitmaster. Das ist der Pitmaster. Genau, bester Mann, wir sind alle gleich. Er hat gesagt, du bist dein bester Mann. Jetzt habe ich das gecheckt. Der Björn ist der beste Mann und du bist der Pitmaster. So ist es, genau. Björn ist der beste Mann. Nein. Hab dich nur ausgenommen. An die Community, schreibt es bitte in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Würdest du im Battle, so im Grill- oder Smoke-Battle, wie auch immer, gegen anderen Kandidaten, der sich unter Umständen auch hier bewirbt, antreten? Natürlich. Es macht einfach Spaß, sich zu messen oder beziehungsweise zu messen. Einfach gegenseitig zu lernen und einfach mal neue Sachen zu lernen. Aber klar, logisch, immer her. Geil, top. Geil. Oh, da ist das Salbeihähnchen. Bist du auch am Schwitzen, ne? Sei ehrlich, schwitzt du auch zwischen den Eiern gerade? Ja. Ich auch. Oh, Tomek, ohne mich machst du hier Salbeihähnchen? Ja, ein schönes Stück aus der Mitte. Ich habe keine Lust, da wieder ganz hinten durchzugehen. Ich werde hier einfach auf der Bank jetzt snacken. Salbei, Schweine, keine Ahnung. Und Curry Chicken. Gucken, ob sich das durchzieht wie ein roter Faden mit diesen, sag ich mal, geile Würze, aber nicht zu intensiv. Trotzdem noch alles rausschmecken Style. Das war auch echt jetzt nicht so schlau ausgedrückt, aber... Das knirscht im Mund. Das ist so durchdringend rauchig. Ich sage euch wirklich, ich bin im siebten Himmel. Ultra saftig auch. Ganz surrealer Geschmack. So intensiv rauchig und sonst finde ich, wenn es so intensiv wird, wird Rauch immer billig. In dem Fall kein Stück. Ganz mageres Stück Fleisch. Jetzt schmeckst du das Fleisch auch noch mal durch. Einfach das Fleisch ist aber intensiv verstärkt. Was hätten die einen, also haben sie nicht, Geschmacksverstärker raufgehauen, so gefühlt. Den Geschmack einfach noch mal richtig intensiviert vom Fleisch. Jetzt kommt das Stecken. Welt, Leute. Das ist einfach Welt. Typisch ist wirklich Currygewürze. Es gibt sehr spezielle Currygewürze. Auf Doof vielleicht wissen es ein paar nicht. Curry ist eine Gewürzmischung. Da gibt es sehr spezielle, es gibt aber auch so die gängigen, die man so kennt. Und das ist dieser Geschmack von Mutti. Aber wieder, wie es sich durch alle Gerichte durchzieht, kann nur durch einen Smoker sein. Logisch, weil es da so viel Zeit verbringt in diesem Smoker. Ganz durchdringend, ganz intensiv und das kriegst du sonst wohl nicht hin.
gemacht. Und dann hast du da so ein grobes Salz noch drauf. Das knackt richtig im Mund. Das gibt nochmal so einfach von der Haptik ein gewisses Upgrade. Ultra heftig. Wir haben halt die Hanfsamen da auch noch dran, die auch noch so ein bisschen knacken. Wir werden jetzt das dicke Stück Fleisch, was er mir am Anfang da gezeigt hat. Mehr als eine Runde schaffe ich nicht mehr. Ihr habt gesehen, was für Fleisch er mir da am Anfang gezeigt hat. Ich werde ihn jetzt drängen, uns das auf den Grill zu hauen, damit der Hunger nicht einsetzt. Das werden wir uns auch noch genehmigen. Und unter uns, das wird Königsdisziplin. Viele haben mir in letzter Zeit Fleisch gemacht. Und gerade diese großen Stücke, wo es höchste Präzision im Gargrad, im kompletten Prozess gilt, einzuhalten oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Da muss wirklich on point gearbeitet werden. Und da schauen wir jetzt, ob er das auch hinkriegt, der Tomek. Also ganz ehrlich, das interessiert mich jetzt gar nicht hier, das Gemüse. Sorry. Tomek, ja. Können wir das Fleisch noch aufhauen? Das eine, was du mir gezeigt hast? Ja, mach ich jetzt mal auf. Das ist die finale Runde jetzt, weißt du? So, was haben wir hier? Tomahawk, ne? Tomahawk aus Irland. Ich kann dich bei allem beruhigen. Ich habe schon gesagt, wenn das hier scheiße schmeckt, dann muss ich das auch sagen. So in dem Stil, ne? Das ist natürlich normal. Aber es war alles heftig. Kann ich sagen, es war alles heftig. Scheiße. Ja. Scheiße. Aber das habe ich auch gerade vom Grillprofi zubereitet gekriegt. Der war wirklich auch Caterer über Jahre. Ja. Und das hat trotzdem scheiße geschmeckt. Ja. Kann passieren. Der darf es nicht sauer sein. Hat viel mit Produkt zu tun und natürlich auch mit der jahrelangen Erfahrung von uns. Ich glaube, ich hatte es damit auch was zu tun. Aber, ja. Was macht der denn hier, ne? Oha, guckt euch das hier an. Hast du noch einen Blick hier? So muss das. So muss das, sagst du, ja? So muss das. Ja. Eine schöne karamellisierte Oberfläche, schön Eiweiß verbrannt. Und wenn wir das nachher schön und sauber schneiden, kleine Scheiben schneiden, hast du immer so ein bisschen von diesem Röstaromen. Ja. Das sind ja die Maillard-Reaktionen, die ja beim Grillen ja entstehen bei 137 Grad. Ja. Ne? Und dann zarte, schöne, weiche Fleisch von innen. Aber jetzt fragen wir nochmal hier, wie heißt der Kollege nochmal? Manuel. Manuel, redet er sich gerade raus, sei ehrlich? Nein. Nein? Ja, warum? Ja. Wir haben jetzt 33, 36 Grad, Viertelstunde, 20 Minuten durch. Ist gut, sagst du? Mir hat das jetzt gar nichts gesagt. Einmal sagt er 40, einmal sagt er 57, einmal sagt er das. Genau, das ist ja mal ruhig reinstellen. Ja. Deswegen musst du ja gucken, dass wir im Kern. Wie isst du nochmal dein Steak? Wir haben ja letztes Mal Steak gegessen. Medium rare, ne, oder? Ja, medium rare geht durch, ja. Das sind so zwischen 54, nehme ich immer runter. Lass es ein bisschen kalt werden, dann zieh ich nochmal so 2-3 Grad nach. Das sind bei 57. Und das ist schon mehr medium, aber immer noch sehr schön saftig. Ja, so soll es sein. Es ist Fleischsaft, kein Blut. Ne? Viele denken immer, das ist Blut, weil das ein bisschen rot ist. Nein. Ja. Das ist Hämoglobin, das ist eingefärbt. Das ist Muskelwasser. Ah, okay. Das ist kein Blut. Wenn das Blut wäre, würde das nach dem zweiten, dritten Tag, würde das Ganze vielleicht schon vergammelt sein. Ah, ja, macht Sinn. Genau. Nee, gut, auch mal so eine Info nochmal vom Fleischexperten zu haben. Ja, da musst du mal genau drauf achten, gucken, wie schwarz es ist. Und dann das Rote, was du hier siehst, das ist der Rauchring. Das ist sozusagen das Holz, was da eben halt komplett in das Fleisch ist. Das ist der Rauchring. Und das ist genau der Real-Geschmack. Und nicht dieses einfach gewöckelte und irgendwas in den Vektomaten. Das macht hier jeder. Ja. Wir machen Real. Ihr seid heute Morgen um 6, sind die Dinger da drin und kriegen wirklich halt nur Buchenrauch, wirklich geiles Holz, einfach nur Natur, geile Soße drauf, ein bisschen Salz rein, fertig. Und das Rote ist der Rauchring, was wir gerade gesehen haben. Ne? Guck mal, da haben die nämlich das Holz drauf. Die haben ein bisschen Holzkohle drin, um auch Hitze zu kriegen, aber der richtige Geschmack, der kommt durch das Holz. Und die verwenden halt zum Smoken hier ein richtiges Buchenholz oder Kirschholz. Da habt ihr dann halt eben diesen Rauchring gesehen beim Fleisch. Unser Favorit ist immer US-Fleisch, australisches Fleisch, ganz einfach ein Trick, weil die Jungs haben Auslauf. Und wir nehmen gerne Fleisch, was wenig Soja hat, was am besten Gras gefüttert hat und Auslauf. Das erkennst du, das ist schwach zu erkennen. Ja? Das hier zwischen den Fleischfasern ist dann Fett eingelagert. Das ist wie bei Menschen, wenn du zu viel Futter hast, kriegst du Fett, beim Vieh ist das was Geiles an der Ja, natürlich. Dann, ganz entscheidend, Schlachtdatum 19.06. Und dann geht bei mir im Kopf sofort an, plus 30 Tage. Ab dann ist es für mich geil. Ja, okay. Und ab 30 Tage jubel ich, bei 90 ist es perfekt. Bei 90 ist perfekt, sagst du? Das ist die Fleischreifung, die da passiert. Ja. Die Bakterien futtern sich durch. Furzen ein wenig, es riecht schwefelig, aber was da passiert, die Eiweißketten werden angeknackt und für uns ist das zart an der Stelle. Bei der Nassreifung jetzt, ne? Das ist eine klassische Nassreifung, das passiert bei der Trockenreifung immer das gleiche Prinzip.
Die Frage ist, wie viele gute Bakterien kriegst du am Start? Ja. Und heißt das generell immer bei Fleisch zwischen 30 Tagen und 90 Tage 90 ist besser oder kann man das nicht pauschalisieren? Nein, du musst erst dabei, es gilt bei Qualitätsrindfleisch, ja, nur bei Rindfleisch. Ja. Bei Schweinefleisch ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Da reden wir über 24 Stunden, 48 Stunden. Ah, okay. Ganz andere Nummer. Ja. Und das ist Qualität. Okay, geil. Selbst Fisch ist noch am 10. Tag als Frischfisch verkehrsfähig. Ach, krass. Krass. Ein bisschen weniger. Oh, krass. Danke, Björn, für die ausführliche Erklärung. Sehr interessant. Danke, danke. So, jetzt schneiden wir mal den Bock hier einfach mal runter. Oh, das ist perfekt, Tomek. So, guck dir das mal an. Schön rosa. Genau, mhm. So muss es sein. Alter, das mit der Limette ist richtig wild, Tomek. Da habe ich so noch nie gegessen, aber das ist krank. Was wichtig ist beim Steak schneiden, schneidet immer gegen die Faser, weil ihr immer in die Richtung beißt und der Biss ist einfach noch ein bisschen geiler, wenn ihr gegen die Faser geschnitten habt. Was sagst du zur Qualität? Ich fand die Limette obergeil, das habe ich noch nie so gegessen. Mit dieser Frische kann ich nur jedem empfehlen darauf. Quali finde ich vernünftig, aber wenn ich jetzt bei den Steaks, die ich so im Restaurant gegessen habe, fand ich so vom Eigengeschmack noch ein bisschen stärker als in guten Restaurants. Genau, ne? Es kommt immer drauf, wo kommt das her? Das ist jetzt tierisch, hat ja immer damit zu tun, was hat die Kuh gefressen? Das sind ja alles Unterschiede. Und umso intensiver natürlich die Kuh immer noch gefüttert wird, hast du natürlich auch einen ganz geilen Geschmack. Ja, ich denke vom Gargrad und von der Umsetzung perfekt gemacht. Und Fleisch ist dann natürlich auch immer eine Geschmackssache. Der eine mag es ja auch so ein bisschen mehr. Der eine mag gerne diesen richtig intensiven Eigengeschmack. Ganz genau. Aber sonst gutes Stück Fleisch, von der Konsistenz auch vernünftig. Ich sag mal jetzt nicht, habe ich auch noch krasseres gegessen. Aber so Gesamtspiel mit der Limette fand ich schon sehr stark. Gesamturteil für heute, Tomek. Ja. Absolut heftig. Echt? Absolut heftig. Absolut das heftig. Erste Mal nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Ja, ja, also wirklich. Da gebe ich dir die Hand drauf. Danke. Ja, sehr gerne. Das war sehr stark. Ja. Dann hoffe ich an die Zuschauer, dass euch das gefallen hat. Lasst gerne da oben knallen für so ein Special-Video, sage ich mal, und einen Kommentar, was ihr davon haltet. Würde uns freuen. Einfach mal einen Kommentar, genau. Das wäre cool, ja. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.